Ja, hallo meine lieben Uhrenfreunde. Heute stelle ich euch eine wunderschöne Orientuhr vor. Auf die habe ich mich schon länger gefreut. Zu diesem Tag, zu diesem Anlass. Heute auch eine schöne Orient, hier mit einem schönen Strapcode. Aber es soll sich hier um diese Schönheit drehen. Kommt wie gewohnt in dieser lieblosen weißen Schachtel. Dann ist da drinnen die schönere Box. Hier in Silber und Schwarz, wie gehabt bei Orient. Und dann lüften wir mal das Geheimnis. Tada! Ein neues Design, eine neue Farbe. Nennt es, wie ihr wollt. Ich habe die Uhr natürlich schon gekürzt und Probe getragen. Deswegen ist sie auch schon gekürzt. Das Label, hier die neue Nummer. Natürlich ist da auch wieder mal Saphirglas verbaut. Das gewohnte massive Armband von Orient gestiftet, in dieser Preisklasse vollkommen ausreichend. Anleitung, Garantiekarte, das will keiner sehen. Dann hier auf diesem Kissen. Für die neuen Zuschauer, die die Masse noch nicht kennen, der Uhr. Knapp 46 mm inklusive Krone. Ohne Krone circa 42. Der Bandanstoß beträgt 22 mm. Horn zu Horn, Look to Look 45,5. Und die Uhr ist circa 13 mm dick. Jawohl, was hat sich geändert? Wie schon erwähnt, es ist ein neues Modell aus 1323. Es hat sich geändert, die Lünettenfarben, die Zeiger sind wieder anders, die Markierungen, die Indexe und was mich am meisten freut bei diesem Modell, endlich, endlich eine größere Krone, die man normal greifen kann, die nicht zwischen den Fingern durchflutscht. Schaut euch mal diese Krone an. Mickrig klein beim Vorgängermodell. Und schaut euch diese an. Deutlichst besser, angenehmer zu drehen, aufzureißen und, und. Und bei diesem Modell, ich habe mich für das Modell entschieden. Es gibt noch ein neues Blau, ein neues Grau und, und. Ein Rot gibt es noch. Ich krieg's gar nicht so richtig hin bei dieser Farbe, aber das Zifferblatt ist einfach eine Bombe. Es ist wie bei Breitling, die Farbe so ähnlich. Dieses Silber Champagner. Es ist einfach eine Wucht. Und wenn ich Uhren hasse mit Ziffernblätter in Weiß oder Champagner, aber bei diesem Modell mache ich eine richtige coole Ausnahme, denn die Zeiger sind geschwärzt, so auf jeden Fall grau-schwarz geschwärzt und dann kann man das sehr schön, trotzdem noch sehr schön ablesen, die Uhrzeit. Normalerweise kaufe ich nicht in Ton Zifferblatt und Zeiger dieselbe Farbe. Aber bei der Uhr passt es einfach wie die Faust aufs Auge. Genau. Die bekannte Drehlünette. Perfekt. Lässt sich sehr gut ausrichten. Hat, wenn überhaupt, minimalsten Spiel. Diese Krone ist einfach eine Wucht jetzt. Hier mit dem Orient. Mit den zwei Löwen natürlich verschraubt und lässt sich jetzt richtig greifen. Im Gegensatz zu dem alten Modell, da musste man immer ein bisschen rumfummeln. Aber hier passt es 1:1.
Genau. Das Armband ist dasselbe geblieben. Die Faltschließe ist auch gleich. Hier mit Überwurfsicherung und sehr schön immer noch vier Feineinstellungslöcher. Das Armband ist massiv, wie man sieht, außer die Schließe. Aber das macht ja Seiko auch nicht viel besser. Im Gegenteil, der Boden natürlich verschraubt. Natürlich auch hier wieder 200 Meter Wasserdichtigkeit. Wir haben ein flaches Saphirglas. Tag-Datumsanzeige. Eine tolle Orientuhr. Und wer braucht noch Seiko, wenn es die Makro 3 gibt? Mit einem natürlich auch hier am Manufakturuhrwerk. Natürlich ist die Farbe Geschmackssache. Aber ich sag euch, die Uhr sieht in Live 1000 Mal besser aus. Vor allem das Zifferblatt. Das kann man auf der Kamera nie so einfangen. Egal wie gut die Kamera ist. In Live sieht alles anders aus. Glaubt es mir. Schaut euch mal das schöne Stück an. Hier alt und neu in Anführungsstrichen. Es sind nur minimale Änderungen, aber für mich hat es die Farbe angetan oder mir hat es die Farbe angetan, denn das Gehäuse, das Armband ist natürlich gleich geblieben. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass mir die größeren, minimal breiteren oder längeren Zeiger und die Breite ein bisschen besser gefällt hier bei der letzten Makro 3. Ja, also Kamazu, die werden auch Kamazu genannt, die Modelle. Hier in den Schwarz, hier das neue Modell. Aber allein schon die Krone hier ist einfach eine Katastrophe zum Greifen. Wenn man sie nicht jeden Tag trägt, dann muss man sie immer wieder stellen, aufziehen. Und hier ist einfach viel angenehmer. Eine wunderschöne Orient. Seit kurzem auch in Deutschland verfügbar. Allerdings, so wie ich es gesehen habe, wieder überall ausverkauft. UVP ist 459 Euro. Gibt es aber schon ab 280 in Deutschland. Also Preis-Leistung top. Gangwerte bei dieser plus minus 7 Sekunden. Bei mir zumindest. Also eher plus 7 Sekunden. Orient gibt ja minus 15 bis plus, glaube 25 Sekunden an. Und auch das wäre ja nicht so schlimm, das ist einfach ein Traktor und kein Chronometer-Zeiteisen. Auch hier wie gewohnt Kronenschutz. Und glaubt mir, die Krone ist eine Wucht, was die Bedienung angeht, im Vergleich zum alten Modell. Jawohl, das war's für diese kleine kurze Uhrenvorstellung. Und auch hier nochmal Gruß an die neuen Abonnenten. Habt Spaß hier auf meinem Kanal und ich sage auf Wiedersehen.